Hallo, ich bin's wieder, Oskar. Heute möchte ich euch ein paar Sachen über Figurenbau und Gestaltung der Hintergründe erzählen. Eine kluge Planung der Figuren und Hintergründe erspart in Folge viele technische Schwierigkeiten und unschöne Fehler. Überlege dir vor der Gestaltung, wie häufig Figuren und Hintergründe eingesetzt werden und welche Funktionen sie erfüllen müssen. Die wohl bekannteste Technik, eine zweidimensionale Figur zu animieren, ist die Hampelmann-Technik. Hier werden Figuren und bewegliche Gegenstände an ihren Gelenken zerlegt, damit sie sich bewegen können. Wie detailliert die Aufteilung der Figur ist, hängt von ihrem Einsatz ab. Dabei gilt so wenig wie möglich und so viel wie nötig. Eine andere Variante, Figuren zum Leben zu erwecken, ist die Austauschtechnik. Hier werden die Figuren in mehreren Bewegungsstadien gestaltet. Die Figur wird von Aufnahme zu Aufnahme ausgetauscht und entsprechend dem Bewegungsablauf in die verschiedenen Positionen gelegt. So kann man zum Beispiel mit 8 verschiedenen Varianten einer Figur eine recht flüssige Laufbewegung gestalten. Auch bei wechselnden Ansichten, zum Beispiel von vorne und von hinten, müssen die verschiedenen Ansichten einzeln hergestellt werden. Oft genügt es aber auch, einfach nur den Kopf auszutauschen oder die Figur auch von der anderen Seite anzumalen. Natürlich können beide Techniken, die Hampelmann-Technik und die Austauschtechnik, miteinander kombiniert werden. Sind die Figuren in ihren verschiedenen Varianten und Möglichkeiten gestaltet, kümmern wir uns um die Hintergründe. Der Hintergrund gibt der 2D-Animation eine räumliche Wirkung. Die verschiedenen Elemente eines Hintergrundes werden am besten einzeln gestaltet und dann unter der Kamera auf einer Unterlage arrangiert. Das Gesamtbild lässt sich sehr gut über den Monitor kontrollieren. Dort sieht man oft deutlicher, wie etwas wirkt.